ist Dirk Fischer, ich bin der Geschäftsführer der Firma Patriarch, die heute zeitgleich mit diesem Vorabend-Event auch ihren 20. Geburtstag feiert. Das ist so ein bisschen, wie wir uns verstehen. Wir möchten ein Ideenpool sein für den Makler. Ja, weil die Finanzkrise, ob Sie es glauben oder nicht, hat heute noch einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Kapitalmärkte. Wir gehen davon aus, dass das Zinsplateau definitiv erreicht ist. Weitere Zinsanhebungen erwarten wir nicht. Bedeutet, jetzt kann man sich auf der Rentenseite vorsichtig positionieren. Warum der Anleger eigentlich sein größter Feind selber ist, zumindest der größte Feind seiner Performance. Damit viel Spaß mit dem Jürgen. Ne? Warum sollte man das Risiko in Kauf nehmen, wenn man nicht davon ausgehen würde oder zumindest hoffen würde, dass dabei auch was überproportional Gutes herauskommt? Aber wenn dann der Anleger aussteigt beim ersten Gewitterbeben, dann erlebt er das gute Ergebnis nicht. Ich muss dem Anleger Anlagen bieten, die seiner Risikoneigung entsprechen. Einen Tag nach uns feiert der TSI-Fonds 10 Jahre Jubiläum. Ja? Und ich habe mal gerade nachgeguckt, Fabian, knapp 8%, Kapital etwas mehr als verdoppelt, alle 10 Jahre zweistelliges Ergebnis, 8-mal plus, 2-mal minus. Ja? Ich glaube, alles das, was die Anleger sich gewünscht haben, dürfte eingetroffen sein. Vor 12 Jahren, ja, vor ziemlich genau 12 Jahren auf die Idee kamen, einen Fonds aufzulegen, war für mich von Anfang an klar, ich möchte einen Fonds mit einem festen System, der rein emotionslos handelt. Was auch unser Ansatz ist, dass wir unsere Anleger mit auf unsere Reise nehmen. Wir wollen all unsere Entscheidungen und unsere Analysen teilen. Das machen wir auf verschiedenen Wegen. Es gibt Bullshitometer. Auch im letzten Jahr hat es ausgeschlagen. Und ganz ehrlich, was war denn Anfang 2023? In China Corona-Pandemie-Peak immer noch. Ukraine-Krieg war knapp ein Jahr alt und grauenhaft. Und so viele andere Dinge, die uns schon Sorgen bereitet haben. Weibliche Referentin, ja. Und ich freue mich sehr, dass die Dana Kalasch das machen wird. Das Produkt, in das wir investieren, ist nichts für schwache Nerven, sage ich manchmal, und doch ein bisschen aktiver gemanagt. Die immer grünere Energiequellen nutzen wollen. Solarenergie, Windturbinen etc. wie Wasserkraft. Was brauchen wir denn dann? Wir brauchen Rohstoffe, weil die Energie muss erstmal von A nach B und das Zeug muss irgendwo gebaut werden. Mein Name ist Andrea Boggio und ich bin für die Entwicklung der Aktivitäten von Mediolanum in Deutschland verantwortlich. Im letzten Jahr konnten wir 4 renommierte Vertriebspartner gewinnen, nämlich Blau Direkt, Telis, Appella und PMA. Dies ist ein Beweis für unser Engagement für dieses Land, in das Mediolanum weiterhin investieren möchte. Thema Indien mit dem Hause Mediolanum. Und Mediolanum führt ja ein ganz eigenes System hier, wie sie die Fonds managen lässt. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß, eine halbe Stunde mit dem Vortrag der Sternwarte. Und ich glaube, es geht viel um die Nordlichter, aber lassen wir uns mal überraschen. Ja? Ich übergebe an den Kollegen. Vielen Dank. Ja? Das Leben an Bord der Station unterscheidet sich von unserem auf der Erde. Hier oben erleben wir einen Sonnenuntergang alle 90 Minuten. Astrofotograf Kwon Oh-chul verlässt sein Zelt, um das Nordlicht mit seiner Spezialkamera einzufangen. Er ist nicht allein. Viele Beobachter sind heute Abend draußen, um sich von diesem Naturschauspiel verzaubern zu lassen. Schlusswort, hoffe ich, dass Sie jetzt viel Spaß beim Netzwerken haben, dass Sie viel Hunger und Durst haben, weil ich glaube, wenn man so eine starke Gemeinschaft ist, wie wir sie hier sind und vielleicht auch noch miteinander ein bisschen Geschäfte macht, ja, dann kann uns, glaube ich, nicht bange werden vom Jahr 2024. Und das wünsche ich Ihnen mit meinem Team das Allerbeste und wir freuen uns jetzt auf viele Gespräche mit Ihnen und nutzen Sie die Stände noch, wenn Sie noch Fragen zu den Vorträgen haben. Vielen Dank. Ja.